zum Klippenrand, okay. Aber bevor wir da hingehen, wir haben ja eine neue künstliche Intelligenz kennengelernt. Und die beiden interessieren sich für künstliche Intelligenzen. With alacrity. Den Weisen von Sylph erzählen. Du zeichnest eine grobe Skizze von Sylph, neben das noch immer im Staub sichtbare Bild der Weisen. Vielleicht bildest du es dir nur ein, aber die Weisen wirken zufrieden, als du fertig bist. Der rechte Weise greift erneut in sich hinein, zieht ein weiteres Objekt hinaus und lässt es in deinen wartenden Hände fallen. Noch einer, ja. Gut verdient ist deine Belohnung. Käfig der Stille. Eine Kuriosität. Wenn ein lebendiges Tier in dieser Vogelkäfig gesteckt wird, aktiviert sich der Apparat automatisch und versetzt die Kreatur in Stase. Theoretisch kann er ein Lebewesen unendlich lang konservieren, doch die Ausmaße des Käfigs beschränken ihn auf sehr kleine Kreaturen. Dieser Käfig ist inaktiv und dir fehlen die Mittel, ihn zu aktivieren. Okay. So, wir müssen eben noch mal gucken. Wir hatten ja noch eine weitere Nominäre, eine Cypher erhalten, oder? Wir hatten doch diese Granate erhalten, oder? Ja, die thermodynamische Explosion. Okay. So, und bevor wir unten weitergehen, schlafen wir noch eine Runde. Achso, Moment. Ich bin doch eine Stufe aufgestiegen. Ja, steigen wir mal die Wertepools noch ein bisschen. Und wir konzentrieren uns weiter auf Intellekt. Noch ein Punkt. Wir können auch die Kraft steigern für alle Fälle. Ja, komm. Inspirierende Präsenz, das hört sich doch gut an. Wähle Fähigkeiten aus, die erlernt oder verbessert werden sollen. Tjo, was nehmen wir da? Quantenschritt, was war das? Achso, das war das Teleportieren. Auge anvisieren, entropisches Feld, reduziert Rüstung, Lichtblitz hatten wir schon. Datosphärenverbindung, ja, das könnten wir uns eigentlich tatsächlich antun. Das würde zu uns passen. Energetisieren, verursacht Energieschaden, kräftigen, Heilung. Boah, auch nicht schlecht, Psychobarriere. Mehr Schutz. Aber wir nehmen die Datosphärenverbindung. Achso, wir können zwei nehmen. Dann noch die Psychobarriere, alles klar. Bestätigen. Stufe 2, yeah. Wie sieht es bei dir aus? Alles noch ein bisschen entfernt. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. So. Na denn. Auf geht's zum Klippenrand. Wir müssen ja jetzt vor allen Dingen den Dieb suchen. Vielleicht finden wir den ja am Klippenrand. Und den Klippenrand hatten wir, glaube ich, auch noch eine Nebenquest. Irgendein Sklavenmädchen, glaube ich. Ist entflohen. Oh, das sieht auch schon wieder... Ah, hier ist nochmal so ein Schildgenerator. Finzin. Was ist das hier? Alright. Dieses Haus war nur noch Staub und Asche, nachdem ein Teil der Klippe abbrach. Es gibt Hinweise darauf, dass hier jüngst Hausbesetzer schliefen. Eine zerlumpte Decke, verfaulte Obstschalen und Fingerabdrücke im Staub. Fußabdrücke. Irgendetwas scharrt tief in den Trümmern. Es klingt, als ob jemand oder etwas sich daran befinden würde.
grab dich tiefer durch die Trümmer. Du kriechst teilweise hinein und schiebst dabei Bretter und eine dünne Schieferplatte beiseite. Ein kleines Mädchen hustet, während sie eine Hand nach oben nimmt, um das plötzliche Licht abzuschirmen. Sie ist jung, nicht älter als 10 oder 11 Jahre. Sie hat sich so klein wie möglich gemacht, um in den winzigen Zwischenraum in den Trümmern zu passen. Sie hat dunkles, lockiges Haar. Sie zieht sich tiefer in die Trümmer zurück. Weg, weg von dir. Warum versteckst du dich hier? Sie legt sich einen Finger auf die Lippen und versucht anschließend, dich zu verscheuchen. Du hörst eine Stimme hinter dir. Leute, ich habe euch doch gesagt, dass ich Geduld auszahlen würde. Einige Schläger schlendern heran. Alle tragen sie Waffen an der Seite, obwohl sie mit der anmaßenden Sicherheit jener gehen, die erwarten, diese nicht einsetzen zu müssen. Ich schwöre, dass ich diesen Schuppen überprüft habe, sagt einer von ihnen. Sie war dort nicht drin. Dort war niemand. Wie hat diese Trester sich so einfach gefunden? Er wirkt abwesend in deine Richtung. Keine Sorge, Beger. Der Schläger mustert dich von oben bis unten und ruft dann Richtung der Trümmer. Komm schon, kleines Vögelchen. Es ist egal, wie gut du dich versteckst. Irgendwann wirst du herauskommen müssen. Das Mädchen kauert sich hinter dir zusammen und hält dich zwischen sich und den Schlägern. Doch auch jetzt ist es offensichtlich, dass sie es nicht so sicher ist, was sie von dir halten soll. Don't let them take me, please. Zu den Männern. Kennt ihr dieses Mädchen? Natürlich tun wir das. Das kleine Straßenkind ist von zu Hause weggelaufen. Ihre Mutter bat uns, sie zu finden und wieder sicher zurückzubringen. Ja, wer es glaubt, wird selig. An das Mädchen, ist das wahr? Nein, sie ergreift dein Handgelenk. Das sind böse Männer. Sie wollen mich stehlen. Entführer, das ist jetzt aber richtig schroff. Der Mann verschränkt die Arme. Wir sind Boten, das ist alles. Die Mittel und Gründe unserer Arbeitgeber gehen euch nichts an. Er seufzt. Während er seine Maske fallen lässt, wendet er sich mit einem Blick, der um Verständnis fleht, zu dir. Aber in Ordnung. Ja, es gibt eine Sklavenhändlerin, die ein schönes Kopfgeld zahlt, wenn wir sie zurückbringen. Es ist alles egal, es ist alles legal und es geht euch nichts an. Am besten haltet ihr euch da raus. Er spricht die Worte freundlich aus. Die Hände seiner Kameraden liegen jedoch auf ihren Waffen. Es ist nicht so, als ob ich für Sklavenhändler arbeiten wollte, aber Arbeitsplätze sind so schon knapp. Ihr könnt mich nicht mitnehmen. Ihr Griff um dein Handgelenk wird fester. Er hat mich gefunden. Er hat das Recht des Entdeckers. Da ist was dran. Er hebt eine Augenbraue und ein irritierendes Grinsen zeichnet sich auf seinem Gesicht ab. Ist das so? Nun, Schurke, was sagt ihr? Kommt sie mit uns oder nehmen wir sie euch ab? Wurde euer Kopfgeld von Tolmagur ausgesetzt? Sie bat mich, das Mädchen zu finden. Er wischt sich mit einer Hand über das Gesicht. Ach, das ist jetzt also ein Wettbewerb. Nun, das ändert rein gar nichts. Das ändert rein gar nichts. Wir müssen auch was essen. Versuchen wir sie mal zu überreden. Theoretisch müsste es klappen, ja. Frage ist, wohin führt das? Er grübelt über das nach, was du sagtest, und blickt dich finster an. Skist, sagt er schließlich. Also gut, ich bin raus. Er würdigt dich keines Blickes mehr und eilt davon. Er hat recht, verdammt. Ich kann meiner Familie nicht entgegenstehen, nachdem ich so einen Auftrag gemacht habe. Schön, schön. Oh God, thank you. They were going to take me back to that woman. I've never met anyone so cruel. When she found me the first time she even... My apologies, I'm still out of sorts. You have my thanks and grace, sir. Einen Augenblick sieht es aus, als könne sie dich umarmen. Doch im letzten Moment überlegt sie es sich anders und macht ein halbes Dutzend Schritte vorher Halt. Sie fasst sich, steht aufrecht, die Schultern zurück. Dann nickt sie. Die Geste ist so höflich, dass sie beinahe formal ist. My name is Rin. My home and hearth and bread are yours to use. Except I don't have any of those things. Wie lange hast du dich in diesem Gebäude versteckt? Sie blinzelt leicht, als wäre sie verwirrt oder von deiner Frage überrascht.
Dann blickt sie sich um und verlagert das Gewicht nervös von einem Fuß auf den anderen. Ich, das ist mein Zuhause. Hier schlafe ich. Ist das dein Zuhause? Sie schaut sich die Trümmer an. Nein, hier bin ich nur untergekommen. Ich bin weggelaufen. Mein Zuhause ist weit weg von hier. Wo kommst du her? Sie schaut auf den Horizont und macht eine undeutliche Geste. Wirklich sehr weit weg. Aber ich weiß nicht genau, in welche Richtung. Sie sieht sich ein wenig um. Beinahe so, als suche sie nach einem vertrauten Orientierungspunkt. Es muss weit weg von hier sein. Mein Zuhause ist ganz anders als das hier. Da gab es überall Bäume. Die Bäume hier sind nicht wie. Das junge Mädchen blickt in die Ferne. Nach einem Moment schweifen ihre Augen weit weg und du erkennst, dass sie ihren Satz wahrscheinlich nicht beenden wird. Du hast etwas über Bäume gesagt? Sie schaut dich sonderbar an. Was? Nein, habe ich nicht. Ohne zu merken, was sie tut, fährt sich das Mädchen mit der Hand durch die Haare und du siehst, dass die Seite ihres Kopfes geschoren worden ist. Eine große Naht verläuft über ihre Schädel und hält einen hässlichen Schnitt zusammen, der länger ist als ihre Hand. Die Wunde ist purpurn und sieht heftig aus. Sie fängt erst an zu verheilen. Sie kann nicht mehr als eine Woche alt sein. Was ist mit deinem Kopf passiert? Ihr Körper spannt sich einen Moment lang an. Ihr Blick irrt umher, als würde sie sich überlegen, ob sie davonlaufen solle. Sie betrachtet die Trümmer, in denen sie sich vor den Schurken versteckt hat. Dann entspannt sie sich, obwohl ihre Augen noch immer wachsam sind. Ich bin davongelaufen. Da waren Leute, böse Leute. Ich bin weggelaufen und habe mich verletzt. Wer hat deinen Kopf genäht, nachdem du verletzt wurdest? Einen kurzen Augenblick lang blitzt wieder Panik in ihren Augen auf und ihr Blick irrt umher, als mache sie sich bereit, davonzulaufen. Dann fasst sie vorsichtig die Seite ihres Kopfes an. Ich kann mich nicht erinnern, was genau gestern passiert ist, aber ich bin davongelaufen. Ich bin davongekommen und ich bin gerannt und ich bin hier angekommen. Vor was für Leuten bist du davongelaufen? Sie öffnet den Mund, um ihn dann wieder zu schließen. Sie nickt und steckt geistesabwesend die Hand in ihre Tasche. Ich kann mich nicht wirklich erinnern. Ich glaube, sie waren Stehler. Nein, wie lautet das Wort? Räuber. Sie wollten mich ausrauben. Die Narbe sieht ziemlich schlimm aus. Geht es dir gut? Sie macht eine ablehnende Geste in Richtung ihrer Schläfe. Ist schon gut. Sieht schlimmer aus, als es ist. Und jedenfalls viel besser als deine. Sie grinst und fasst sich an den Kopf. Der Haarschnitt ist ziemlich schrecklich, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass sie wirklich so viel abschneiden mussten, oder? Ist schon gut, wenn du nicht darüber reden willst. Ich habe auch ein paar Probleme mit meiner Erinnerung. Ich weiß, wie das ist. Sie sieht lange zu dir hinauf und langsam vergeht ihr Lächeln. Ohne das Lächeln sieht sie sogar noch kleiner aus. Sie nickt ernst. Zuerst war es ziemlich schlimm. Ich konnte nicht wach bleiben oder aufstehen. Sogar das Reden war schwierig, aber es wird jeden Tag ein wenig besser. Es tut nicht mehr so weh, aber manchmal ist mir immer noch schwindelig, wenn ich mich zu schnell bewege. Ich vergesse Dinge. Sie lächelt mutig und berührt erneut die Seite ihres Kopfes mit den Fingerspitzen. Aber es wird jeden Tag ein wenig besser. Es tut nicht mehr so sehr weh, aber manchmal ist mir immer noch schwindelig, wenn ich mich zu schnell bewege. Ich vergesse Dinge. Es dauert eine lange Pause, sie starrt dich einen Augenblick lang direkt an. Ihr Mund öffnet sich leicht. Plötzlich verlieren ihre Augen den ausdruckslosen Blick und ein großes Grinsen breitet sich auf ihrem Gesicht aus. Ich mache nur Spaß, ich meine, ich vergesse schon Dinge, ein paar, aber das war ein Witz. Sagt sie errötet ein wenig und schaut betreten zu Boden. Deine Geschichte ergibt keinen Sinn. Wer hat deine Wunde behandelt und deinen Kopf geschoren? Wenn du kaum sitzen konntest, wie bist du dann gerannt? Sie schaut euch finster an. Ich wusste nicht, dass ich mit einem Richter spreche, sagt sie wütend. Ich habe dir gesagt, dass ich mich nicht erinnern kann. An mehrere Tage nicht, was auch immer passiert ist. Sie schaut weg, den Mund zu einem schmalen Strich zusammengepresst. Es tut mir leid, Rin. Ich habe nur versucht zu helfen. Wie es scheint, hattest du ein paar heftige Tage. Sie lächelt wankelmütig. Oh, es ist nicht alles schlimm. Ich habe heute ein paar glänzende Beeren gefunden. Das heißt, ich werde nachher mal sehen, ob ich das vergiftet spielen. Das ist immer spannend. Kann ich dir irgendwie helfen? Sie zuckt gleichgültig mit den Schultern. Ich weiß nicht. Hier, es läuft dir ganz gut. Es sei denn, du hast etwas Essen über, das du nicht brauchst. Oder Wasser. Oder eine Decke, oder ein neues Bett, oder ein Haus, oder du weißt schon irgendwas. Rin fängt mit einem verspielten Lächeln auf deinem Gesicht an zu reden. Doch dann quellen ihre Augen auf.
Ihre Stimme bleibt fröhlich, selbst als Tränen ihre Wangen hinablaufen. Sie wischt sie weg, verlegen und wütend. Doch jetzt zittern ihre Hände, die Tränen werden zahlreicher und die Worte strömen weiter aus ihr heraus. Entschuldigt bitte, es ist nur, weil ich seit Tagen hungrig bin. Ich weiß nicht, wo ich bin, mein Kopf tut weh und nichts macht Sinn. Dann lacht sie hilflos mit einem Hauch von bebender Panik, die sich in ihre Stimme schleicht. Götter um mich, in meinen Augen bin ich kaputt, der Mond ist falsch und ich bin es so leid, die ganze Zeit Angst zu haben. Du solltest mit mir kommen. Ja, die Frage ist, was machen wir mit ihr? Ah, vielleicht kann sie uns irgendwie nützliche Hinweise geben. Sie blinzelt dich an und grinst stark. Wirklich? Sie sieht sich deine Gefährten an und scheint wieder zusammenzusacken. Nein, es geht schon. Ich meine, danke, aber ist schon in Ordnung. Können wir nochmal, können wir nochmal irgendwie Geld geben oder so? Na gut. Ja, dann werden wir wahrscheinlich mit dem... mit unserer Auftraggeberin nochmal sprechen müssen. Oh, ein bisschen Geld. Schön. Was ist das? Ein Geschäft. Diese baufällige Konstruktion wurde in ein billiges Wohngebäude umfunktioniert. Innen drin wuchern Menschen auf und beschmutzen Matratzen in einem schlecht beleuchteten Raum. Was wuchern Menschen? Na gut, ist kein Geschäft. Wer bist du? Ein gequälter Levi. Dieser Levi ist nicht wie die anderen, die du bisher gesehen hast. Das breite Lächeln ist nicht vorhanden. Und seine seltsam geformten Augen sind gerötet, feucht und angsterfüllt. Er starrt durch dich hindurch, zu sich selbst flüsternd, wobei er einen kleinen, verkohlten Gegenstand immer wieder in seinen Händen wendet. Seid gegrüßt, sagt er, offensichtlich im Reflex. Er hat noch immer nicht deine Richtung geblickt. Wie kann ich euch helfen? Er kneift die Augen zu, als ob er versuchen würde, Visionen zu zerschmettern, die ihn verstören. Dennoch fühlt sich sein Geist für dich wie eine vollständige Leere an. Was haltet ihr da in der Hand? Ich, sagt er und verzieht dabei das Gesicht, als ob ihm seine Worte Schmerzen bereiten. Ich halte meine Schande. Seine Hände öffnen sich, einen blutigen, mit Ruß bedeckten Finger nach dem anderen. Ein schlecht gefertigter Holzvogel liegt darin, in pinken und hellblauen Farbtönen bemalt und an den Rändern verkohlt. Stellt dieser Vogel eure Schande dar? Darstellen? Nein, das ist meine Schande und ich halte sie, er schluckt. Ich kann sie nicht ablegen. Was stimmt denn nicht mit euch? Ich bin falsch, bestätigt der Levi mit bebenden Lippen. Verdorben, aus den falschen Teilen gemacht und mit geschwärztem Draht zusammengebunden. Er bedeckt sein Gesicht mit seinen Handgelenken. Bitte geht. Ich möchte mit euch über jemanden sprechen. Ja, sagt er und schüttelt dann den Kopf. Nein, das kann ich nicht. Sucht nach einem anderen Levi, bitte. Kann ich Straftaten bei euch melden? Straftat, fragt er, als ob diesen Begriff noch nie gehört hatte. Nein, bitte nicht. Wir brauchen Wegbeschreibungen. Ich kann nicht. Ich kann euch nicht helfen. Ich bin der Falsche. Ich bin... Er hält inne und blickt in den Himmel. Ich habe mich verlaufen. Ihr habt euch verlaufen? Ja, nein. Ich weiß, wer ich bin. Er kneift die Augen zusammen. Ich kenne jeden Ort, an dem ich war. Interessant. Verlust des Selbst. Diese junge Frau hält sich selbst umklammert und knurrt leise vor sich hin. Einer Fiole an ihrem Arm strahlt perverses Licht aus. Ihre Augen sind gerötet, als habe sie geweint. Du hast sie noch nie gesehen und doch schwitzen deine Hände und ihr stockt der Atem in deiner geerbten Brust. Scham flammt in dir auf, heiß und säuerlich. Auch wenn dein Geist sie nicht erkennt, dein Körper tut es. Das bist du nicht. Nur ich bin echt. Du musst mich nicht bekämpfen. Lass mich allein, stammelt sie. Es dauert einen Moment, bis sie begreift, dass du nicht gemeint bist. Bis du begreifst, dass du nicht gemeint bist. Du hast mein Gesicht gestohlen, meine Familie. Flüsterst mir in meiner eigenen Stimme zu. Reicht dir das nicht? Ist das nicht? Sie verstummt, als sie dich sieht. Sie ist in meinem Kopf und sie ist niemals still. Sprecht laut, ihr müsst sie übertönen. Was ist das glänzende Objekt, das ihr in eurer Hand haltet? Sie zuckt zusammen.
aber zeigt dir die an ihrer Hand gebundene Fiole. Sie leuchtet von innen und die winzigen Wellen darin werfen unruhige Schatten auf ihre Haut, auf ihre Handfläche. Ich wachte eines Nachts in einem Haus auf, das ich nie zuvor gesehen hatte, sagt sie leise. Ich habe das unter einem Haufen schwarzer Wagen gefunden. Wenn man es schüttelt, macht es ein Bild. Seht her. Sie schüttelt die Fiole und hält die andere hoch. Andere Hand hoch. Undeutliche Schatten spiegeln die Bewegung ihrer Handfläche wider. Warum wollt ihr sie unbedingt in der Hand halten? Weil sie sich wie meins anfühlt, platzt es aus ihr heraus. Dann verzieht sie das Gesicht, als hätte sie mehr gesagt, als sie wollte. Jedenfalls gehört sie jetzt mir und das muss als Grund genügen. Es ist meins, ich brauche gar keinen anderen Grund. Okay, wir versuchen sie mal... Versuchen mal, das Ding von ihr zu bekommen. Das ist eine gefährliche Waffe. Ihr solltet sie mir geben. Ja, 95% reicht eigentlich, aber... Die Bier, komm. Für einen Moment hält sie die Fiole fest umklammert. Dann lässt sie los. Na gut, sagt sie. Sie sieht furchtbar unglücklich aus. Dennoch wirkt sie auch erleichtert, als sie dir die Fiole übergibt. Also so ein bisschen wie der eine Ring bei Herr der Ringe. Ja. Sternenkuss. Ein Artefakt. Plus 15% Elektro ausweichen. Der nächste Feind, der diesen Charakter angreift, wird umgeworfen. Hm, schön. Dieses Fläschchen mit zäher Flüssigkeit gehört zu Verlust des Selbst. Bis du sie überredet hast, es dir zu geben. Jemand hat den Apparat mit Gurten versehen, um ihn an einem Arm befestigen zu können. Die Flüssigkeit ist ein einziges schützendes Bewusstsein in flüssiger Form, obwohl du nicht weißt, welche Form es zuvor hatte. Das glasähnliche Material des Fläschchens kann bei Bedarf porös werden und die Flüssigkeit ermöglichen, herauszufließen. Sie wird versuchen, dich vor Angriffen zu schützen, indem sie einen hellen silbernen Schild formt, der eintreffende Kräfte auf ihre Ursprungsquelle zurückwirft. Super. Ihr hört eine Frau in eurem Kopf? Ja, sagt sie. Sie spuckt das Wort aus wie ein in den Mund geflogenes Insekt. Hört auf, von ihr zu reden, dann kommt sie und geht nicht mehr weg. Sie jammert ohne Ende. Also bitte hört auf, von ihr zu reden. Ich bin nicht irgendeine Frau, ich bin du. Bitte lasst mich herein. Tut mir leid, aber ich möchte mehr über die Frau in eurem Kopf erfahren. Nein, immer wenn ich an sie denke, kommt sie mir näher. Zieht an meinem Arm, fragt nicht mehr nach ihr, bitte. Näher, du willst mich reinlassen. Wieso mich bekämpfen? Nochmal probieren. Na gut, da wollen wir dich nicht weiter quälen. So. Das Ding können wir natürlich noch anlegen. Super. Achso, wir können nur eins davon. Ja, und den Waffenangriff-Bonus, den könnten wir eigentlich Tybier geben. Gut, der hat jetzt schon. Oder Matkina? Ja, komm, Matkina. Achso, sie hat da die Waffe. Schallklinge. Achso, das ist einfach eine Waffe. Okay. Gut. Schließen. Oh, was ist das hier unten für eine große Maschine? Wow. Okay, damit interagieren wir gleich noch. Gucken wir uns das Ding erstmal an. Diese ruhige und alte Maschine wirft einen langen Schatten. Als du sie dir genauer ansiehst, stockt dir der Atem und deine Hände beginnen zu zittern. Dich überkommt das Gefühl, schon einmal hier gewesen zu sein. Den Apparat untersuchen. Dieser einst funktionierende Generator ist nun ein Salat aus falsch zusammengefügten Teilen. Du bemerkst ein vertrautes Circinate-Symbol, das wie eine Herstellermarke in das Metall gekratzt wurde. Okay. Ah, das ist ja auch ein Schildgenerator. Finzin, wer bist du? Hast einen lustigen Namen. Alles an diesem schlanken jungen Mann schreit nach Schläger. Von seinen mit Narben umrankten Augenbrauen bis zur schwieligen Hand, die über seine Hüfte schwebt, als würde dort ein Revolver am Schaft stecken. Doch er hat auch Mehl an den Händen und ein Schürzenband hängt aus einer seiner Taschen. Offensichtlich ist er ein Bäcker. Bleib stehen, du leuchtest, sagt er und blickt dir über die Schulter.
Du folgst seinem Blick zu einem gepanzerten Soldaten, der sich auf dem Marktplatz herumtreibt. Dieser Levi folgt mir schon seit Tagen. Ich kann nicht einmal zum Pinkeln anhalten, ohne mich umsehen zu müssen. Bist du sicher, dass er dir folgt? Lass es mich so sagen, sagt er und leckt sich die Lippen. Ich weiß, wenn ich verfolgt werde. Er folgt mir jetzt seit 3 Tagen ununterbrochen, von früh bis spät. Ich habe aber nichts Unrechtes getan. Und es ist noch schlimmer als das, sagt er händeringend. Das ist mein Levi. Was meinst du, er ist dein Levi? Ich bin ein Bürger, sagt er, als würde es das erklären. Als er bemerkt, dass dem nicht so ist, stöhnt er. Jeder Levi wird aus einem Bürger gemacht, sagt er. Dieser hier wurde aus mir gemacht. Darum kann ich dir nicht erklären, aber ich weiß, das ist meiner. Ich spüre es, klar? Und jetzt kommt er, um mich zu holen. Eieieiei. Hör zu, er wird mich nicht in Ruhe lassen. Ich gab 1 Jahr meines Lebens, um ihn zu machen. Und ich dachte, damit ist es erledigt. Jetzt erwische ich ihn dabei, wie er auf der Straße vor der Bäckerei steht. Er flüstert mit sich selbst und spielt mit seiner Schnitzerei. Er beißt sich auf die Lippe, als er sich zu dir lehnt. Er versuchte sogar, mit mir zu reden. Levis dürfen nicht erfahren, woher sie kommen. Sie sollen einen nicht kennen. Er nimmt seinen Mut zusammen. Könntest du mit ihm reden, herausfinden, was er will? Kannst du selbst mit ihm reden? Er schluckt schwer. Ich hörte schon Geschichten, Levis drehen manchmal durch. Sie werden ganz besessen von der Person, die ihnen das Leben gab. Wenn die zwei sich je treffen, dreht der Levi durch und macht Kleinholz aus ihnen. Das wird mir nicht passieren, nicht nachdem, er unterbricht sich selbst, nicht nach allem, was ich durchgemacht habe. Na gut, ich rede mit deinem Levi. Er nickt erneut in die Richtung des gepanzerten Mannes, der weit entfernt auf dem Marktplatz steht. Er ist der einzige Levi in diesem Bezirk. Du kannst ihn nicht verfehlen. Außerdem lächelt er nicht wie die anderen und er hält ein verkohltes Holzstück in der Hand. Brauchst du sonst noch etwas? Wie haben sie deinen Levi erschaffen? Sehe ich wie ein Gelehrter aus? Ich wusste lediglich, wo ich mich hinstellen musste. Sein Blick streift dein Gesicht und geht dann wieder zurück. Es ist so, Leute, die in dieser Stadt respektiert werden wollen, werden Bürger. Man wird das nur, indem man in diese Glaskammer geht. Das kostet dich 1 Jahr deines Lebens. Ich vermute, sie quetschen dieses Jahr in eine menschliche Form. Wie, weiß ich nicht. Ich würde dafür auch keine 2 Shin bezahlen. Wie verhält sich ein Levi normalerweise? Er zögert und hebt die Hände über sich, als wolle er seine Antworten gleich wieder einfangen, wenn sie aus seinem Mund kommt. Sie arbeiten für diejenigen, die die Gesetze machen. Und wenn jemand gegen diese Gesetze verstößt, werden sie von ihnen verfolgt. Immer lächelnd wohlgemerkt. Natürlich musste mein Levi einer der unglücklichen Art sein. Ich weiß nicht, weshalb du denkst, dass dein Levi dich umbringen will. Hör zu, beginnt er. Offensichtlich will er seine Erklärung stützen. Hör zu, setzt er erneut an. Man verfolgt nicht tagelang einen anderen, wenn man von ihm nicht etwas will, richtig? Vielleicht gefallen einem dessen Schuhe oder man will sehen, wie viel Shin er hat. Ich jedenfalls habe keine Shin und meine Schuhe sind älter als ich selbst. Das einzig Wertvolle, was ich habe, ist mein Leben. Wie auch immer, ich erzähle dir von den Geschichten, was passiert, wenn Levis auf Abwege geraten. Er schaudert. Schau dir diesen Levi an, alles an ihm ist abwegig. Na gut, wir wussten das zwar alles schon, aber manchmal erfährt man ja doch etwas Neues. Okay, dann reden wir nochmal mit dem Levi. Schön, euch wiederzusehen, mein Herr, sagt der Levi, während er immer über den Platz blickt. Tränen kullern ihm langsam über die Wangen. Finzin schickt mich, um herauszufinden, warum ihr ihn verfolgt. Ja, fragt er, während die Verzweiflung schwindet. In diesem Augenblick sieht er wie ein Junge aus, mit der verzweifelten Hoffnung eines Kindes. Das weiß er auch, oder? Er sieht, was er getan hat, was wir getan haben. Tränen erfüllen seine Augen und laufen in seinen Mund, während er weiterspricht. Als die Maschine ihm das Jahr entriss, um mich zu machen, spürte ich, wie sich die Entscheidung vor mir enthüllten. Er umarmt sich selbst. Ich sehe sie kommen. Es kann nicht geändert werden. Sagt ihm Folgendes. Für mich ist der Gilim-Manu-Auftrag passiert. Ein Bediensteter schnappte ihn und rief die Levis. Sie jagten ihn und er legte ein Feuer. Er kneift die Augen zusammen. Das Feuer breitete sich auf die Nachbarschaft aus. Menschen waren gefangen, Menschen schrien. Seine Hand zerquetschte den verkohlten Spielzeugvogel mit einem weichen Krach. Bitte sagt ihm, dass ich mit ihm in der Dunkelheit bin und mich vor dem Mob verstecke, schluchzend. Sagt ihm, er solle mir ein anderes Jahr geben, ein besseres.
Was für ein Jahr wollt ihr von Finzin? Ein Jahr ohne die geschwärzte Tür, sagt er ernst. Ohne, dass die Hand im Gitter gefangen ist. Ohne das Wimmern an dunklen Orten. Stille Tränen laufen über sein Gesicht. Er scheint es nicht zu bemerken. Das Klagen erhebt sich mit der glühenden Asche. Meine Arme mit einem verschlissenen Seil zusammengebunden. Jedes Mal bin ich hier, in jenen letzten Minuten. Ich versuche mich zu entschuldigen. Doch mein Mund, seine Fingerspitzen fahren über seine Lippen. Mein Mund ist voller Dreck und Blut. Nochmal eine andere Frage? Nee, okay. Moment, ich werde mit Finzin sprechen. Yes, now. Hast du etwas gefunden? Fragt er und sein Blick geht an dir vorbei, um den hinter dir in der Ferne stehenden Levi zu beobachten. Ich habe mit dem Levi gesprochen. Er erwähnte ein Gut Gilhem-Auftrag. Er hat was? Sagt Finzin und wird ganz blass. Sprich bitte leise. Hast du sonst noch jemanden davon erzählt? Nein? Gut. Er flüstert, ich muss mich da bedeckt halten. Bevor ich hier ein Bürger wurde, war ich... Ich war nicht gerade der Anständigste. Ich klaute Sachen, gegen Geld. Und erst vor ein paar Wochen wollten bestimmte Leute, dass ich Gut Gilhem ausraube. Er zieht eine Grimasse und reibt sich den Nacken. Ich hatte vor, es zu machen, aber dann wurde ich hier ein Bürger. Ich opferte ein Jahr meines Lebens, um den Levi zu erschaffen. Diesen Levi. Etwas ist anders, sagt er missbilligend. Plötzlich bekam ich die Gefahren nicht mehr aus dem Kopf. Wie dick die Levi-Patrouillen waren oder wie sich der Hauptmann selbst eines meiner älteren Abenteuer ansah. Er spielt mit dem Schürzenband, das aus seiner Hosentasche hängt. Da hängte ich den Job an den Nagel und fing in der Bäckerei meiner Tante an. Den Gut-Gilhem-Auftrag habe ich nie ausgeführt, das ist die Wahrheit. Der Levi sieht, was passiert wäre, wenn du den Job erledigt hättest. Er will ein weiteres Jahr von dir. Oh, ich verstehe, sagt er und rollt mit den Augen. Es ist eine Erpressung. Gib mir ein weiteres Jahr, sonst sage ich ihnen, was du getan hast. Nun, ich habe nichts getan. Ich habe nie jemanden umgebracht und ich bin nichts schuldig. Ich kann doch nicht einfach so ein weiteres Jahr hergeben. Nach dem, was er sagte, hat dir Bürger zu werden das Leben gerettet. Und? Das war meine Entscheidung, nicht seine. Er stöhnt. Ich würde zum Regierungsplatz gehen und den Hauptmann der Levis sagen, was er vorhat. Wenn ich es nur erklären könnte. Hey, ihr Levi folgt mir ständig. Ich glaube, ihm verfolgt meine kriminelle Vergangenheit. Ja, wir versuchen ihn mal zu überreden, seinem Levi ein weiteres Jahr zu geben. Oh, und für was? Sagt er entnervt. Ein paar schlechte Träume? Ich habe nichts getan. Er sinkt in sich zusammen und verschränkt die Arme, als wäre ihm kalt. Na gut. Was hat er in dieser anderen Zukunft gesehen? Wurde ich gefangen genommen oder vielleicht gejagt? Du hast ein Feuer entfacht, das vielen Menschen Tod brachte. Wie viel ist viel? Sagt er und fährt sich mit den Handrücken über den Mund. Er sieht etwas vor der Wahrheit in deinen Augen und seufzt. Na schön, sagt er eingeschnappt, na schön. Ich werde mich nicht damit aufreiben, einen Weg zu finden, wie ich mein eigenes Leben weggebe. Er reibt sich die Augen. Die Levi-Maschine ist beim Orden der Wahrheit. Geh und rede mit den Gelehrten. Da du so scharf darauf bist, vielleicht können sie etwas aushecken, um ein weiteres Jahr von mir zu nehmen und es ihm zu geben. Er grinst, aber er ist nicht im Herzen dabei. Viel Glück. Okay, das probieren wir doch gleich mal. Und bevor wir das machen, würde ich aber sagen, beende ich die Aufnahme erstmal hier. Und wir schauen nächstes Mal im Orden nach. Ich hoffe, ich kann mir das bis dahin merken. Ja, vielen Dank wie immer fürs Zuschauen und ja, hinterlasst mir eine Nachricht oder einen Kommentar oder eine positive Bewertung. Und ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Oh, jetzt habe ich schon was geklickt hier. Also, bis dahin.